Herzlich willkommen hier zu dem kleinen Spiel Fee. Das Ganze haben wir von der Alexandra bekommen, die Community Managerin bei Zoink ist, die Entwickler von diesem Spiel sind. Und ja, ihr seht schon, das ist ein kleines, süßes Spielchen. Macht schon im Titelbild so einen schönen, süßen, einfach ruhigen Eindruck, sag ich mal. Und ich will jetzt gar nicht lange drumherum reden. Wir haben den Key übrigens quasi bekommen, das heißt, das muss man auch noch dazu sagen. Aber wie gesagt, ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir fangen mal an. Da haben wir schon ein anderes Bild, was genauso schön aussieht. Ein neues Spiel. So, da sind wir. Können wir schon was machen? Tatsächlich. Es sieht einfach nur schön aus. Also dieses Art-Design, das gefällt mir schon richtig gut. Wie ich auf das Spiel gekommen bin, ich habe schon gewusst, dass das Spiel quasi erscheinen wird. Aber ich habe erst durch den Stream von Sean quasi das Spiel so richtig entdeckt. Und dann habe ich gedacht, okay, das Spiel müssen wir auch unbedingt spielen. Vielleicht sogar mit der Unterstützung von den Entwicklern, und tatsächlich, sie haben ja gesagt, und da bin ich natürlich jetzt sehr froh. Ich werde jetzt erstmal den ersten Part spielen, mal gucken, ob es da überhaupt ein Interesse von eurer Seite quasi gibt, aber ich glaube schon, dass da von mir noch ein bisschen mehr kommt. Ein kleines Projektchen werde ich draus machen, weil es, wie gesagt, es sieht einfach schon im ersten Moment so schön aus, und wenn da kleine Ruckler drin sein sollten, dann ist das meine Festplatte. Kann ich von da runterspringen, ohne dass mir was passiert? Tatsächlich. Okay. Wir laufen einfach unserem Freund mal hinterher. Der weiß hoffentlich, wo es lang geht. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Ich liebe solche Spiele. Es ist einfach so. Und so Spiele spiele ich einfach zwischendrin auch mal viel lieber als irgendein COD oder, keine Ahnung, Battlefield, AAA-Titel, der richtig geil aussieht. Aber das alles bringt auch nichts, wenn man... Okay, wie funktioniert das Ganze? Wir müssen da irgendwas machen, dass das quasi im Einklang ist zwischen uns und diesem anderen Lebewesen. Okay, da haben wir doch was Gemeinsames gefunden, quasi. Ha, schön, nice. Und wenn wir quasi Shift drücken, dann können wir hinzoomen. Okay, alles klar. Sehr schön, und jetzt können wir unseren Freund auch wieder verfolgen. Ach. Kann ich mich da drin verstecken? Ja.
Okay, da sehen wir, wo wir sind. Diese Wegpunkte auf der Karte zeigen dir, wohin du als nächstes gehen musst. Sie können im Pausenmenü deaktiviert werden. Okay. Wir sind jetzt da unten und wir müssen im Endeffekt mal nach da oben. Alles klar, dann gucken wir mal, wie wir da hochkommen, ne? Wie komme ich da hoch? Muss ich da hoch? Ich muss schon da hoch. Ich rede mal mit dem, mit linker Maustaste kann man quasi einen Ton von sich geben. Kann ich mich da quasi hoch? Das kapiere ich jetzt nicht ganz. Ich kann da communicaten quasi. Pflanze will mir doch irgendwas sagen, ne? Aber ich weiß noch nicht was. Ich brauche irgendwas zum Fliegen oder so. Das sah für mich nach einem Vogel aus. Wir wollen noch mal zurückschauen. Hoch, ach, ich komme, doch, ich komme da hoch. Okay. Ja, schon mal einer an. Dazu bin ich noch nicht berechtigt. Okay. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Keine Angst. Ach, das ist das. Okay, wir müssen mit dem hoch. Ja, schön, neuer Freund gefunden, geil. Da müssen wir rauf. Ach, okay, krass. Wie lange. Wir mussten nach da. Ah, okay. Okay, das macht er automatisch. Ach, schön. Der macht das quasi für uns. Wie geil ist das denn? Haben wir jetzt auch irgendwelche Monster hier? Können wir mit dem kommunizieren? Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Ach, schön. Ach, dieses Spiel, es ist so schön, es ist so herzergreifend, kann man schon fast sagen eigentlich. Nice. Da hoch kann ich nicht. Das ist unser neuer Freund quasi. Unseren alten Freund haben wir den zurückgelassen, in dem Fall schon, oder? Wir gehen einfach mal geradeaus. Wir könnten theoretisch noch viele, viele, viele neue Freunde kennenlernen. Und das können wir. Ui! Okay.
Das haben wir mal eingesammelt. Können wir da was machen? Ah, das ist das Auge. Oh. Okay. Sind wir in einer Parallelwelt? Was passiert mit uns? Wir können jetzt, können wir gehen? Ja, wir sind in einer Parallelwelt auf jeden Fall. Können wir jetzt Bäume hochklettern? Okay, so sprunghaft quasi. Nice! War das nicht gut? Wir können hier nochmal schauen, wo wir sind. Wir müssen jetzt auf jeden Fall... Wir gehen mal nach da oben. Wir brauchen wieder unseren Boy. Ne, wir brauchen unseren Boy natürlich nicht. Wir können auch so ein bisschen fliegen. Wir haben so kleine Flügel, quasi. Also gleiten kann man es eigentlich, also sollte man es eigentlich nennen. Weil fliegen ist es ja nicht. Nice, dankeschön. Es ist schön. Da haben wir schon unseren nächsten. Da haben wir jetzt hier quasi, können wir... Nice. Okay. Was haben wir hier? Da können wir nicht damit quasi interagieren. Okay. Das wieder. Wir müssen direkt los. Wir müssen direkt los. Schön. Das hat ja gut funktioniert eigentlich. Gehen wir mal weiter. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Darunter sollten wir nicht. Können wir da was machen? Tatsächlich. Also Zeug. Ich weiß nicht, ob er. Ist das gut oder schlecht? Okay, mit dem können wir nicht reden. Diese Sprache sprechen wir in dem Fall noch gar nicht. Wir können noch nicht mit allen reden. Und das sind jetzt Kreaturen, mit denen wir uns lieber nicht anlegen sollten. Ja. Gut. Wie ihr seht, das sollten wir lieber nicht tun. Wir sollten hier ganz stealth vorgehen, wie man es so schön sagt. Wir gehen hier einfach am Rand außen vorbei. Wenn das geht. Geht natürlich nicht. Oder auch doch. Thank you.
Mit so einer Pflanze zu reden, das ist einfach was Schönes. Und direkt runterfallen. Ist auch was Schönes. Ich habe vergessen zu springen. Okay, die zeigen uns noch an. Ich weiß nicht, wie lange. Okay, das sind die bösen Männer. Wir gehen mal nach da oben. Mal schauen, was uns hier erwartet. Wir merken auf jeden Fall von der Stimmung der Musik, also wir merken, dass viel mit Musik hier funktioniert. Da merken wir, ob jetzt quasi was Böses kommt oder was Gutes im Endeffekt. Und die haben jetzt unseren Freund quasi eingesperrt, kann man schon sagen, ne? Ja, doch, auf jeden Fall. Wir könnten immer noch nicht mit denen sprechen. Aber wenn wir mit denen nicht sprechen können, dann können wir doch jetzt hier auch ein bisschen nach da unten. Okay, vielleicht lernen wir jetzt die Sprache von denen. Das könnte ich mir aber vorstellen. Wir reden jetzt quasi. Ihr hört ja, wie wir reden jetzt gerade quasi. Ich glaube, wir lernen das jetzt. Oder sind wir wieder in einer Parallelwelt? Weil wir spielen jetzt quasi so ein Monster. Wie krass ist das denn? Alter! Ich liebe dieses Spiel. Es ist so schön. Es müsste viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Es ist auf jeden Fall so. Es müsste viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich finde es auch schade, dass bei Sean nicht so viele quasi reingeschaut haben. Weil dieses Spiel hätte es echt verdient. Oh, das ging schnell. Können wir jetzt? Wir gehen mal hier entlang. Ah, ja. Nice. Also die ganze Umwelt quasi reagiert auf uns. Reagieren die auch auf unsere Töne? Wir müssen da die richtige Komposition finden. Sie weisen dir den Weg. Okay. Nice. Okay, man darf bei manchen muss man schnell sein quasi. Was muss ich damit machen?
sag's mir. So. Oh. Ich muss wieder da hoch. Ich muss da entlang. Okay, ich muss da nicht entlang. Das ist der Wecker, das heißt, der erste Part ist auf jeden Fall vorbei. Aber wir spielen noch ein kleines bisschen. Ich will ja noch sehen. Hat doch bestimmt was mit dem hier zu tun. Ach so, Ziel, na klar, ich drücke auch die falsche Taste. Taste. So, natürlich. Ich bin noch zu klein, um mit diesen sprechen zu können. Okay. Aber das war's auf jeden Fall für den ersten Part. Ihr habt schon so einen kleinen Eindruck bekommen von diesem schönen Game. Und wir werden auf jeden Fall noch weiterspielen. Wann das sein wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir werden auf jeden Fall weiterspielen. Wir werden auf jeden Fall weiterspielen. Das ist keine Frage. Aber das war's. Ich werde immer so leise sentimental bei so Games. Aber das war's jetzt echt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.